Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Assassin Mirage. Mein Name ist Mark Smile und ich begrüße euch wie immer ganz herzlich hier zu diesem Video. Oder besser gesagt zu diesem Gameplay. Und ich würde fast vorschlagen, wir machen hier an der Mission weiter. Finde den vermissten Bruder, finde die Ausgrabungsstätte. Hamids Karte findest du im Nachforschungsmenü. Das haben wir ja schon letztens... Haben wir das ja nachgeforscht und der müsste ja, ich bin ja jetzt ja hier, der müsste irgendwo hier sein, nach dieser Oase. Ich glaube hier in diesem Beduinenzelt hier oder hier an den Dünen. Müssen wir mal gucken. Ne? Da setzen wir uns mal eine Markierung erstmal, würde ich fast behaupten. Ne? So, mal gucken. Den müssen wir nochmal... Oder den haben wir schon synchronisiert, glaube ich, ne? Wir synchronisieren nochmal. Einfach mal zu gucken, was es denn noch hier gibt, da unten drunter. Nichts vieles, außer jede Menge Wildtiere. So. Ab in den Staub. Was? Gib mich einfach aus dem Nichts an, das Tier. So, jetzt gehen wir mal davor. Auf, komm. Zeige mir alles. Kido Mido. Ah, Kido. Diese Ausgrabungsstätte, die muss ja irgendwo in der Richtung liegen. Gut, da ist erstmal die Straße. Wir gehen über die Straße hin. Nieder mit dir! Ja, was? Hörst du? Noch bist du nett für dich! Was? Wer seid ihr denn? Da bist du ja. Okay, den haben wir schnell erledigt. Verdammt, bleib weg. So, das war dein letzter Fall. Dein letzter Schleim. So. Genau, Missgeburt. Na komm. So. Das waren gute Abakat. Das waren einfach nur Straßendiebe, die sich hier versteckt haben. Und einen aufgelungert haben. Sonst nichts. So. Die sind aber beseitigt. Dann gehen wir weiter. So. In die Richtung, genau. Hier geht's über den Fluss. Die Ausgrabungsstätte. Noch ein ganzes Stück von hier entfernt, würde ich fast behaupten. Aber es gibt auch keine Aussicht hier oder sonst was, ne? Es ist einfach nur eine Wüste. Außer da hinten ist ein Gebäude, doch. Da kreuzt sich. Da bin ich auf die falsche Taste gekommen, liebe Leute. So. So ein Beduinenlager oder was? Ach, das sind so viele Katzen. Siehst du? Es hat sich doch gelohnt, kurz mal hier vorbeizuschauen. Und hier. Spezialmove.
Ups. Nein, das wirst du nicht. Verfluchte Beutelschneider. Hilfe! Wache! Ruf die Wachen! Hier ist keine Wache. Hilfe! So helft mir doch! Hier gibt's keine Wachen. Ich komme das nächste Mal wieder vorbei. Hier ist es, glaube ich. Ja. Da ist die Ausgrabungsstätte, siehst du? Okay. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. Sadiki, ich brauche deine Hilfe. So, da ist der Eingang. Hier ist zwei Leute. Diebe oder wer ist denn das? Eine Wache. Da hinten ist auch noch mal eine. Ah, ja, ist ja alles voller Wachen hier. Wer ist denn das denn? Der Typ hier. Da ist der Oberhäuptling von denen. Da sind nochmal zwei. Da sitzt nochmal einer. Oh je, 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 je. Ist ja jede Menge. Oh, das wird, ist ja besser bewacht als der Kalifenpalast hier. Wo ist noch einer? Hab ich übersehen, da. Siehst du? Okay, dann haben wir die, glaube ich, alle. Riesige Ausgrabung. Was haben die vor? Was siehst du, Sadiki? Ist nochmal, okay. Finde den vermissten Bruder. Den habe ich doch, warte mal. Aber der zeigt mir. Da ist er doch. Okay. Der hat mir noch irgendwas hat er gerade angezeigt, aber ich weiß jetzt nicht, was. Warte mal. Nee. Gut. Ausgrabungsstätte. Dann gehen wir mal hier rüber. Sprechen. Beeindruckende Arbeit, Sadiq. Gräbst du etwas für den Kalifen aus? Das geht dich nichts an. Ich finde die Überreste vergangener Reiche äußerst spannend. Darf ich mich ein wenig umsehen? Sieh dir so viele alte Steine an, wie du willst. Aber fass unsere Werkzeuge und Truhen nicht an. Ich würde es nie wagen. Ruf Ikido oder setze den Adler ein, um Gelegenheiten zu erkennen. Okay.
Ich weiß. Sonst verschwinde ich wie die anderen. Ja. Hier rüber! Was? Seht mal, da ist er! Wachen! Er ist hier! Hä, was? Warum bin ich... Warum versucht er jetzt die Wachen auf mich zu hetzen? Wegen ich war doch ein Dieb in der Wüste. Macht überhaupt keinen Sinn. Noch mehr Soldaten dazugekommen jetzt, oder? Das kann auch gar nicht sein. Okay. Eine Schlange, glaube ich, oder die so. Die Stätte wird von Söldnern bewacht. Die haben wohl etwas Wichtiges gefunden. Wann werden wir bezahlt, Hauptmann? Wir werden bezahlt. Auf die eine oder andere Weise. Viel kann man bei denen nicht stehlen. Aber besser als nichts. Wo die sich an der Ausgrabung stattfinden können, Hinweise erhalten. Okay. Okay, das passiert nichts. Kann man mit denen sprechen da. Bist du der Anführer dieser kampfvernarbten Bande von Kriegshunden? Ihr werdet sicher gut bezahlt. Nicht so gut, wie wir es gern hätten, das sage ich dir. Wollt ihr etwas für mich erledigen? Vielleicht. Was für ein Auftrag wäre das? Siehst du die feinen Männer des Kalifen dort? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Da wird sich doch was finden. Gesprochen wie ein wahrer Söldner. Hier ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Hey, das ist ehrliche Arbeit. Ich war mit Ekbel zusammen, als die Mauer einstürzte. Wir waren zu weit weg, um Schreie zu hören. Aber bald darauf haben wir es gesehen. So, musst du kurz unterbrechen, liebe Leute. Aber jetzt geht's wieder weiter hier im Programm. So. Jetzt haben wir dir ja bezahlt, ne? Söldner können helfen, wenn du entdeckt wirst. Okay. Haltet euch bereit. Ich werde schon nicht entdeckt. Ich werde versuchen, so viele mitzunehmen, wie es nur geht. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Ich häute dich, wenn ich dich finde. Okay. Kannst du gerne machen. So. Da kommt der Nächste, der guckt erstmal jetzt. Meine Kollegen liegen am Boden. Was haben sie denn gemacht? Das kann ich dir sagen, was sie gemacht haben. Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten ab. Hoppa. Komm her. Was war das? Hier bin ich. Hey! Hier. Du rennst nicht mehr weg. Wenn ich mit dir fertig bin. Augenblick! So, erledigt. Nächste. Ein
Ein Moment. Ah, jetzt habe ich dich hergelockt. Hier, komm, 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 komm. Und... So. Da ist der nächste. Können die Truhe mitnehmen? Hier ist nichts Wichtiges. Okay. Ich suche besser weiter. Wäre erledigt, da haben wir noch mal ein bisschen was. Aber hast du gesehen, wie viele Alparahina dabei sind? So ein Verrückter wird uns hier der Kalif Allah mit den Segnen. Er kommt da wieder. Erledigt. Sehr schön. Dann haben wir nur noch die zwei da vorne. Dann ist der Käse hier aber auch gegessen. Ja, Sahib. So, die haben auch nichts. An sich, so. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir denn an? Ohne entdeckt zu werden. Nee, warte mal. Oh nein, nein. Zurück, zurück, zurück. Wir haben 4 Wurfmesser noch. So. Die müssen wir genau einsetzen. So. Da sind 2 kaputt. Okay. 2 sind hinüber. Dann hätten wir noch ein paar. Okay. Könnten wir den fertig machen? Nein. Hab dich! Oh nein, jetzt hat er den Alarm ausgelöst. So. Hier ist eine Truhe. Nichts. Auch nichts. Ob es in der Nähe noch weitere Truhen gibt? Ich rufe Hilfe! Rufe Hilfe! Dann macht, solange sie ja da beschäftigt sind, und dann können wir auch mal den erledigen. Können wir auch den erledigen? Allah verfluche dich!
wir das Gesetz. Ah, okay. Diese herabgekommenen Halunken sind gefährlich. Das Gesetz wird sich deiner annehmen. Wache! Selbst. Ah, okay. Ah, sehr gut. Sie haben alles erledigt für uns. Bruder Ahmad, aufregende Neuigkeiten. Das Artefakt bei dessen Entdeckung ein Brief in den. Ahmad von einem Arzt namens Hassan. Ahmad wird wohl im Bimaristan mit ihm arbeiten. Aber was hat ein berühmter Erfinder mit einem Arzt zu schaffen? Es muss da irgendeine Verbindung geben. Okay. Ausgrabungsstätte, Fall abgeschlossen. Nachforschungsmenü können wir mal öffnen, ja. So, wir haben aber den Brief nicht lesen können, weil... Details, da ist der Brief. Bruder Ahmad, aufregende Neuigkeiten. Das Artefakt, bei dessen Entdeckung in den Ruinen du uns geholfen hast, summt mit erstaunlicher Kraft. Ich habe mir ein Gerät einfallen lassen, mit dem man es reparieren kann, aber ich bin kein Handwerker und benötige dein Können. Suche mich im Bimaristan auf, spute dich, wir wollen Geschichte schreiben. Hakim Hassan. Okay, bis hierhin, liebe Leute. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht hier. Mit der Arzt Hakim Hassan legte in der Ausgrabungsstätte ein Artefakt frei. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und liken und abonnieren nicht vergessen, wie immer.